Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Webinar unserer Westermo-Webinar-Reihe. Heute zum Thema VOS für 33.0, vConfig 1.19.0. Ihr Update zum Update. Heute aus dem, ja, wenn ich so ein bisschen rausgucke, bewölkten Schweden. Ich sitze gerade bei uns im Stammhaus in Västerås. Sie merken es auch vielleicht ein bisschen an der Einrichtung. Hoffen wir, dass es in Schweden genauso gut funktioniert wie vom Büro in der deutschsprachigen Region. Und würde sagen, starten wir mit den Folien, sofern ich das schaffe. So, und zwar. Die meisten von Ihnen kennen mich bereits. Mein Name ist Erwin Lasinger, bin zuständig für Cyber Security und für die Technik im Dach, also im Hauptfokus Österreich, natürlich aber genauso in Deutschland und in der Schweiz tätig. Hier finden Sie meine Kontaktdaten. Scannen Sie den QR-Code einfach ab und gerne jederzeit auf Fragen oder sonstiges direkt zu mir zukommen lassen, direkt mir schicken, beantworte ich natürlich gerne. Nicht nur per E-Mail, sondern wir beantworten natürlich hier auch die Fragen gerne im Webinar. Nutzen Sie diese Chat-Funktion, diese Frage und Antwort rechts oben. Fragen können Sie auch anonym stellen. Natürlich haben wir sie aber gerne auch personalisiert. Wir haben dann am Ende des Webinars genügend Zeit nach der Präsentation, um auf die Fragen eingehen zu können und diese dann entsprechend zu beantworten. Das Ganze hier ist ein Livestream, das heißt, den können Sie stoppen und auch wieder starten, gewollt oder ungewollt. Wenn das Telefon klingelt, einfach auf Pause, drücken Sie dann wieder auf Play. Sie können hier jederzeit eben nachhören dann. Diese Pause- und Play-Button finden Sie links unten in der Ecke, damit Sie entsprechend, sollte das Telefon klingeln, kurz das Webinar unterbrechen können. Ja, und dann noch eine Folie in eigener Sache. Westermo, wir sind ein ständig wachsendes Unternehmen. Wir suchen natürlich Verstärkung. Die Frage ist, kennen Sie jemanden, der Interesse hat, bei Westermo zu arbeiten? Wir haben Stellen in unterschiedlichen Positionen frei. 4-2 angeführt, Produkt- und Applikationsspezialist bzw. Supporttechnikerin und Key Account Manager im deutschsprachigen Raum und noch viele, viele Stellen mehr. Westermo bietet ja, abwechslungsreiche Tätigkeit. Wir sind ein aufstrebendes, ein innovatives Unternehmen, gutes, angenehmes Klima, kollegialen Team, attraktive Vergütungen mit Sozialleistungen, individuelle Weiter- und Bildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Und Sie können natürlich auch Homeoffice nutzen, Sie haben flexible Arbeitszeiten. Also wir suchen Verstärkung. Wenn Sie jemanden kennen, geben Sie gerne den Kontakt weiter. Sie haben hier noch eingeblendet, hier diesen QR-Code von career.westermo.com. Da finden Sie noch alle offenen Stellen. Wir freuen uns über jede Bewerbung, die wir bekommen können. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mit dem eigentlichen Webinar-Thema. Das ist ja dann Ihr Update zum Update. Starten wir mit neuen Funktionen in VOS, VOS für 33.0 bis für 33.2. Da gab es schon ein, zwei Bugfix-Releases. Was steht generell in den News? Also die IGMP Default Values haben sich geändert. Dann haben wir hier IP-Config Default Read-Only Mode, wurde umgeändert in der Werkseinstellungs-Config. Diese dick markierten Agenda-Punkte, da habe ich dann noch speziell Folien dazu. Dann Modbus Multiple Instance Support, dann haben wir für die Viper-Produkte die PoE-Leistung nach oben geschraubt auf 160 Watt. Dann haben wir eine Funktion integriert, die Quad-A-Requests rejected, DNS betreffend.
Dann die Zeitsprünge von NTP können umkonfiguriert werden. Und eines der, glaube ich, wichtigsten Themen oder auch meist angefragten Themen ist so ein Thema mit Source-Specific Route. Gucken wir dann noch an in den nächsten Folien, was wir hier genau dazu haben. Starten wir am besten mit dem ersten Thema. Das erste Thema ist dieses Thema IP-Config, Read-Only Mode. Und zwar, was ist IP-Config? IP-Config wird verwendet, um VOS4-Geräte im Netzwerk zu suchen und zu finden. Wird zum Beispiel oder wurde verwendet auch natürlich von vConfig. Und ich habe mit IP-Config nicht nur die Suchmöglichkeit für VOS4, sondern ich hatte bis dato auch die Möglichkeit, Geräte zu konfigurieren über dieses Protokoll. Bedeutet, ihr habt die Möglichkeit, IP-Adressen zu schreiben, Subnet-Masks zu schreiben, Gateways, Hostnamen, Location, all die generellen Basisinformationen konnten über IP-Config geschrieben werden. Und IP-Config hat aufgrund seiner Historie bestimmte Limitierungen. Bedeutet, vConfig ist nicht verschlüsselt, Entschuldigung, nicht vConfig, sondern IP-Config ist nicht verschlüsselt, ist natürlich sehr limitiert in der Funktion an sich und gilt auch als unsicher. Klarer Fall, nicht verschlüsselt. Ich kann dementsprechend Werte ändern im Gerät, das Ganze ohne Anmeldung, also unsicher. Was haben wir geändert? Und zwar, es ist nun folgendes: IP-Config, dieser Dienst läuft in Ihrem Gerät mit Werkseinstellung absolut im Moment nur mehr mit Read-Only-Modus. Bedeutet, ich habe die Möglichkeit, IP-Adresse herauszulesen, ich habe die Möglichkeit, einen Hostnamen herauszulesen, eine Location, aber ich kann diese Information nicht verändern. Das heißt, dieser Read-Only-Modus dient einfach, um Informationen vom Gerät zu bekommen. Sollten Sie nichtsdestotrotz IP-Config wieder aktivieren wollen, um auch den Schreibzugriff durchführen zu können, dann brauchen Sie den Konsolenbefehl. Ich habe das hier aufgeführt. Ist relativ einfach. Mit dem Config-Menü oder mit dem Befehl Config springt man in das Config-Menü, IP-Config, konfiguriert dann dieses IP-Config-Protokoll. No Read-Only würde bedeuten Read and Write. Sie springen aus dem Menü raus mit Leave. Und der letzte Punkt ist dann noch Copy Run Start, um die entsprechende Konfiguration gegen Stromausfall zu sichern, damit auch, wenn das Gerät neu startet, Ihre Config erhalten bleibt. Sie können natürlich auch den Read-Only-Mode deaktivieren, also IP-Config gesamt deaktivieren, wie wir hier die Funktion, Sie gehen rein in der Konsole über dieses Config-Menü, also mit Config-Enter-Taste und danach wäre der Befehl No IP-Config, also kein IP-Config am Gerät, dann würde dieser gesamte Dienst deaktiviert und dann haben Sie auch im Gerät nicht mal mehr diesen Read-Only-Modus zur Verfügung. Wo wirkt sich das aus? Natürlich im Umgang mit vConfig. vConfig hat bis dato ja IP-Config verwendet, um IP-Adressen zu schreiben, um Geräte zu finden, zu suchen und all die Sachen. Und das verwendet das natürlich zum Teil noch, um Geräte zu suchen, aber um Konfigurationen, IP-Adressen zu setzen, wird jetzt auf eine andere Technologie gesetzt, nicht mehr auf IP-Config. Das bedeutet, Geräte mit neuer Firmware-Version brauchen auch neues vConfig, also 1.19.0, damit sie hier dann wieder Stand auf Stand sind und beide Teilnehmer wissen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Kommen wir weiter zum nächsten Thema. Das nächste Thema ist Modbus Gateway. Und zwar haben wir hier die Nummer der Instanzen, der Anzahl der Modbus Gateways erhöht im Gerät. Was ist so eine Modbus Gateway Instanz? Und zwar sprechen wir hier natürlich von Serial IP, so wie hier in diesem Bild gezeigt. Wir haben auf der linken Seite dieses SCADA-System, Prozessleitsystem, welches am Modbus TCP-Abfrage schickt, direkt auf ein VOS4-Gerät von Westermo sollte oder muss natürlich ein Gerät sein mit serieller Schnittstelle drauf. Und ich habe dann die Möglichkeit, diese Modbus TCP-Anfrage umzusetzen, eben in Modbus seriell, um hier dann weiter zugreifen auf die Steuerung, auf die PLC, auf die SPS, wie auch immer, auf dieses Endgerät.
Gibt natürlich unterschiedliche Modelle, kann jetzt wandeln zwischen Modbus TCP und Modbus Serial. Ich kann das Ganze auch umdrehen, kann sagen, ich möchte von Modbus Serial auf Modbus TCP wandeln. Und aktuell war das Limit eine so eine Modbus-Instanz pro Gerät. Das heißt, ich könnte eine Instanz anlegen, könnte sagen, Modbus TCP soll reingehen, soll auf Serial Port 1 rausgehen, Modbus Serial mit allen diesen Parametern, die es zu setzen gilt. Welche Unit-ID gibt es? Soll die überschrieben werden, soll die nicht überschrieben werden? Also ganz klassische Protokollwandlungsfunktionen. Und das wurde erhöht, dass man jetzt zwei Modbus-Instanzen laufen lassen kann. Das bedeutet, Sie können jetzt einmal Modbus TCP auf der linken Seite und das können Sie ausschicken auf dem Serial Port 1 und dann haben Sie eine zweite Modbus TCP-Abfrage und das können Sie rausschicken auf Serial Port 2. Warum genau auf zwei Instanzen? Das Limit ergibt sich anhand der Gerätefamilien, die wir so haben. Aktuell ist es so, dass wir Geräte haben mit maximal zwei Serial Ports, wie es vier Geräte mit maximal zwei Serial Ports am Gerät selber. Das heißt, es gibt keine Notwendigkeit, diese Instanz jetzt auf drei, vier, fünf Instanzen zu erhöhen oder die Anzahl zu erhöhen, da wir ohnehin nur zwei Serial Ports haben. Aber die kann ich jetzt beide auf Modbus TCP Protokoll Support stellen. Das nächste Thema, das in der Übersicht stand, war dieser DNS-Proxy-Recheck von Quad-A-Requests, also 4x A-Requests. Generell stellt sich man jetzt hier vielleicht die Frage, was ist so ein Quad-A-Request oder ein A-Request? Ein A-Request in der DNS-Technik ist nichts anderes, um einen URL, um einen Hostnamen mit einer IPv4-Adresse aufzulösen. Zum Beispiel, um westermo.com, das ist ein Browser eintippen, aufzulösen auf die IP-Adresse von unserem Webserver im Hintergrund, mit dem ja dann Ihr Browser eigentlich kommuniziert, sozusagen genau um dieses Namens, um die Namensauflösung zu generieren. Und diese 4x A oder Quad-A-Requests sind dann dazu da, um so einen Namen oder eine URL nicht mit einer IPv4-Adresse aufzulösen, sondern mit einer IPv6-Adresse aufzulösen. So viel zum Thema Quad-A-Request. Und was haben wir nun geändert? Geändert wurde Folgendes, dass eben so ein Quad-A-Request nicht mehr weitergeleitet wird, sondern direkt gerejectet wird. Das bedeutet, Beispiel hier jetzt, unser PC, Laptop auf der linken Seite schickt so ein Quad-A-Request an das VOS-Gerät und sagt, liebes Gerät, gib mir bitte die IPv6-Adresse von westermo.com. Und VOS hat ja dann selber auch wieder Namensserver eingetragen, die gefragt werden und dann sagt ihr unser Namensserver, ja, die IPv6-Adresse von westermo.com ist diese und jene. In der Regel ist ja dann dieses VOS-Gerät in der Mitte, ein Router oder ein Layer 3-Gerät, Router mit Firewall, je nachdem, Routing-Switch. Jetzt ist VOS 4 aber limitiert auf IPv4-Routing. Das heißt, es macht ja gar keinen Sinn, so eine IPv6-Abfrage an den Namensserver weiterzugeben, weil VOS kann es ohnehin nicht routen im zweiten Schritt. Das ist natürlich der nachfolgende Schritt. Wenn ich den Namen aufgelöst habe, werde ich vermutlich mit dieser IP-Adresse und mit diesem Namen sprechen wollen. Das heißt, die Funktion, die wir hier jetzt integriert haben, ist, dass wir diese Quad-A-Requests nicht weiterleiten an den Namensserver auf der rechten Seite, sondern direkt verwerfen bzw. rechecken und sagen, okay, keinen Namen gefunden oder keine IPv6-Adresse gefunden zu dem Namen. Bei einem normalen Standard-A-Request würde dann dieser A-Request zu VOS geschickt werden. VOS würde dann den Eintrag schon kennen oder selbst gespeichert haben oder einen Namensserver fragen und würde dann sagen, der Namensserver, welche IPv4-Adresse hat westermo.com, der gibt die entsprechende IP-Adresse an VOS zurück. Und diese wird dann wieder an den Laptop auf der linken Seite gegeben und IPv4 ist routingfähig in VOS 4
Und somit haben wir hier dann ganz normal eine Routing-Funktionalität zwischen diesen beiden Subnetzen auf IP-Ebene beziehungsweise eben über diese Namensauflösung zuvor aufgelöst. Ja, weiteres Thema, das ich noch angesprochen hatte, war dieses Thema NTP Step Adjust Option. Und zwar NTP ist in der Regel so gebaut, dass es beim Starten dieses NTP-Services oder des NTP-Clients einen relativ großen Sprung der Uhrzeit erlaubt. Danach werden aber Uhrzeiten nur mehr in kleinen Schritten, in Sekunden, Millisekundenbereich angepasst und nicht mehr einem großen Schritt. Stellen Sie vor, Sie haben jetzt irgendein Gerät, das lag bei Ihnen auf Lager, hatte schon lange keine Spannungsversorgung mehr. Sie fahren dieses Gerät hoch und dieses Gerät hat dann in der Regel ja irgendeine Uhrzeit, irgendeine beliebige Uhrzeit, sei es jetzt der 1.1.1970. Und dann starten Sie diesen, oder das System startet dann diesen NTP-Client, das der fragt den Server ab, sagt, lieber Server, gib mir bitte die Uhrzeit. Und der Server sagt, okay, heute ist der 23. 1.2023, 2024 und gibt diese Uhrzeit weiter. Dann habe ich natürlich einen großen, großen Sprung. Der darf einmal passieren, würde dann der Server wieder antworten und würde sagen, so, und 2 Sekunden später ist dann nicht mehr der 23., sondern der 24.1.2024, würde das hier nicht als großen Sprung übernommen werden. Mit dieser Option NTP Step Adjust haben wir aber die Möglichkeit, einen zweiten großen Schritt, einen dritten großen Schritt, einen vierten großen Schritt zu machen, um eben auch gegebenenfalls mehrere große Sprünge zuzulassen. Sie sehen das hier im rechten Screenshot. Da gibt es hier dieses Step Adjust, Enabled, dann haben Sie ein Threshold und ein Limit. Würde bedeuten, ab einer Abweichung von 10 Sekunden habe ich die Möglichkeit, einmal einen großen Sprung noch zu machen und danach darf ich nur mehr kleine Abweichungen oder darf ich die Abweichung nur mehr gering minimieren, aber nicht mehr mit einem großen Sprung. Jetzt fragt man sich natürlich, ja, wo ist die Anwendung dafür, wo ist das Einsatzgebiet? Und das Einsatzgebiet, das erklärt sich relativ einfach. Und zwar kann man sagen, Netzwerke, die einfach teilweise keine Verbindung zu einem NTP-Server haben. Stellen Sie sich vor, Sie haben irgendwo ein Netzwerk mit Mobilfunkanbindung und das ist irgendwo ein bewegter Teil, ein Schiff, das fährt aufs offene Meer, hat am offenen Meer keinen NTP-Server-Zugang. Die Uhrzeit ist ja nicht unbedingt dann zwingendermaßen falsch im Netzwerk oder die Frage ist, ob mich die genaue Uhrzeit überhaupt interessiert oder ob die Uhrzeit nur gleich sein muss auf allen Geräten. Dann fährt das Schiff durch die Gegend, kommt dann wieder irgendwann zurück, hat wieder Verbindung zum NTP-Server und dann würde die Zeit nur ganz leicht angepasst werden und so kann man sagen, okay, ich mache wieder einen großen Sprung, habe die aktuelle Uhrzeit im System wieder und das Schiff geht danach wieder auf Reisen. Warum ist das Verhalten von NTP eigentlich so gemacht worden? Und zwar, man kann sagen, das ist eigentlich eine Sicherheitsfunktion. Ansonsten stellen Sie sich vor, Sie haben einen NTP-Server. Ich sage lieber NTP-Server, wie ist die Uhrzeit? Der sagt 23.01. Es ist 14.19 Uhr. Und eine Minute später frage ich wieder, lieber Zeitserver, wie ist die Uhrzeit? Und dann sagt er, ah, heute ist der 24.01. um 15.10 Uhr. Weil eben vielleicht irgendwo was schiefgelaufen ist, dann würde ich auf diese Zeit springen. Die nächste Abfrage wäre dann wieder, ah, es ist der 23.01., es ist noch immer 14.19 Uhr, ein paar Sekunden später. Ich würde wieder zurückspringen. Das heißt, ich habe hier vielleicht teilweise dann falsche Uhrzeiten oder wenn eine falsche Zeit vom Server kommt aus irgendwelchen Gründen, dann würde ich die direkt übernehmen. Mache ich nur einen kleinen Sprung weg von meiner eigentlichen Uhrzeit, dann ist es bei weitem nicht so gravierend und die nächste Abfrage ist wieder die richtige und ich springe genau diesen paar Sekunden oder Millisekunden wieder zurück. Also hier neue Funktion NTP Step Adjust Option. Eines der wesentlichsten Themen
die mich oder nicht nur mich, sondern die eigentlich unsere Kunden in der letzten Zeit auch beschäftigt haben, ist das Thema mit der Source-Specific Route. Und zwar geht es da darum, dass vom Gerät generierte Telegramme immer die Absender-IP-Adresse vom entsprechenden VLAN oder vom entsprechenden Interface haben. Gehen wir hier von diesem Beispiel aus. Wir haben auf der linken Seite das VOS-Gerät, wir haben auf der rechten Seite ein Network-Management-System, wie auch immer, und wir schicken SNMP-Traps vom VOS-Gerät links an das NMS auf der rechten Seite. Und das machen wir hier über dieses VLAN 10. Dieses VLAN 10 hat auf in VOS eine IP-Adresse 192.168.10.254, wird im Datenpaket als Absender von der linken Seite zur rechten Seite geschickt und im NMS wird das dann genau diesem Gerät 10.254 zugeordnet. Es ist also eine relativ wichtige Station, linker Hand, und ich habe natürlich einen Ersatzweg hier eingebaut. Gehen wir davon aus, unser Hauptweg unterbricht und unser Ersatzweg kommt zum Tragen. VLAN 11 hat automatisch natürlich eine andere IP-Adresse, dieses Interface. Die IP-Adresse ist 192.168.11.254. Wir schicken einen SNMP-Trap und sagen, ja, Hauptweg ist ausgefallen, muss ich natürlich benachrichtigen. Und hier haben wir jetzt auf einmal Absender 192.168.11.254. Bedeutet, auf der rechten Hand oder rechter Hand im Network Management System habe ich hier ein neues Gerät, 192.168.11.254, und kann das nicht direkt dem eigentlichen Gerät zuordnen. Und das kann man vielleicht abbilden, indem man diesem Gerät mehrere IP-Adressen zuweist im Management-System, wie auch immer. Viel schöner ist es natürlich, wenn es sich das Gerät immer mit derselben Absender-IP-Adresse sich meldet, auch rechter Hand. Was könnte rechter Hand noch sein? Rechter Hand könnte auch sein ein WeConfig. WeConfig hat genau das gleiche Thema. Wenn ich SNMP-Traps schicke an WeConfig über VLAN 10 und über VLAN 11, dann konnten oder werden die nicht richtig zugeordnet. Das heißt, ich kann diese Source-IP-Adresse fix einstellen. Siehe hier, ja, wieder erstes Beispiel von vorhin. Wir schicken über dieses VLAN 10, über dieses Interface, diesen SNMP-Trap. Im Absenderpaket steht eben drinnen 192.168.10.254. Und jetzt gehen wir genau einen Schritt weiter. Und zwar, wenn wir das Ganze über das VLAN 11 schicken, dann haben wir jetzt auf einmal als Absender nicht mehr die 11.254, sondern als Absender-IP-Adresse die 192.168.10.254. Und in meinem Network-Management-System sehe ich immer die gleiche IP-Adresse und somit gibt es hier keine Notwendigkeit, jetzt irgendwie was mit IP-Adressen zu tricksen, beziehungsweise wird das hier nicht als zusätzlich neues Gerät erkannt auf der rechten Seite. Wie schaut die Konfiguration dazu aus? Und da habe ich hier aus dem Management Guide zur Static Routing oder diese Routing-Tabelle, die Konfiguration der Routing-Tabelle rauskopiert. Und wir sehen hier als ersten Eintrag, dass wir dieses Ziel 192.168.5.0 mit der Netzmaske Schräger 24 über dieses Gateway zu 192.168.2.1 erreichen. Dann erreichen wir 10.0 Schräger 24 über die 3.1, A40 Schräger 24 direkt im VLAN 2, und so weiter und so fort. Und was hier noch der wesentliche oder was hier jetzt neu ist, man sieht es in der letzten Zeile, ich kann jetzt sagen, pass auf, diese 192.168.5.3 Schräger 32, also nur deine IP-Adresse, die erreichst du auch über die 2.1, aber hier nimmst du als Source-IP-Adresse die 192.168.1.5. Würde bedeuten, ein Datenpaket an die 192.168.5.10 würde eine 192.168.2-Adresse als Absender haben. Wir können anhand der Tabelle nicht genau sagen, welche das ist, aber auf jeden Fall die von einem Interface, wo diese 192.168.2-Adresse zugewiesen ist. Mit einer Ausnahme, die 192.168.5.3
Hier schickst du es auch an das Gateway, aber die Source IP-Adresse ist dann eine andere. Und 5.3 wäre dann WeConfig, 5.3 wäre unser Network Management System. Unser 5.3 wäre eben genau dieses System, das nur eine spezielle IP-Adresse sehen möchte, damit es richtig zugewiesen und dargestellt werden kann. Genau. Gefunden wird der 5.3er-Eintrag eigentlich deswegen, weil der 3er-Eintrag die kleinste Subnetzmaske hat. Und je kleiner die Subnetmaske, natürlich umso besser, umso früher wird dieser Eintrag herangezogen. Ja, das war's auch von den News. iOS 4.33, kommen wir kurz weiter zum Thema Bugfixing. Ja, es hat ein bisschen gedauert von 4.32 auf 4.33, aber Hintergrund ist, wir haben viele, viele, viele Bugs gefixt. Die haben hier leider nicht mehr Platz auf dieser Folie. Ich habe ein bisschen durchgezählt, es waren insgesamt 32 Bugs, die wir von der 4.32.5 auf die 4.33.0 gefixt haben. Möchte hier ein paar erwähnen, die immer wieder so ein bisschen ein Problem gemacht haben, war, dass wir Log-Einträge generiert haben mit Google Chrome im Hintergrund, wenn man zugegriffen hat auf das Gerät. Wir haben teilweise Probleme mit Webbrowsern, mit Import von Zertifikaten, wo der Name zu lang war im Import über die Weboberfläche. Wir hatten das Thema mit FRNT, wenn zwei benachbarte Geräte zur selben Zeit gestartet sind, dass es bei jedem 30., 40. Reboot zu einem kurzen Broadcast-Storm gekommen ist im Netzwerk. Oder hier auch noch der letzte Punkt unten, HTML-Code hat sich eingeschlichen auf der NAT-Page zur Konfiguration. Das sind alles Punkte, die wurden jetzt mit 4.33.0 gefixt. Die sollten und dürfen dann auch nicht mehr auftauchen bei Ihnen, wenn Sie dieses Update durchführen, beziehungsweise wenn Sie es nicht schon durchgeführt haben. Leider ist uns aber nicht alles gelungen mit 4.33.0, deswegen gibt es Bugfixes auch von der 4.33er Version. Hier haben wir noch ein paar zusätzliche Bugs gefixt. Als Beispiel, dass hier ipconfig diese Link-Local-Adresse nicht gemeldet hat oder eben, dass es unterschiedliche Probleme gab mit DynDNS zum Beispiel oder mit Radios, dass wir hier falsche Felder ausgefüllt haben, wurde auch behoben, wurde erkannt und sofort umgesetzt eben in der Version 4.33.1. Und vor kurzem kam nun auch raus die Version 4.33.2. Hier wurden noch drei zusätzliche Bugs gefixt und es ist passiert, dass diese Quad-A-Rejects nicht in der Running-Config gegen Spannungsausfall gesichert wurden oder in der Konfiguration generell nicht gesichert wurden. Dann so PoE-Wert wurde falsch angezeigt und den Fall, den wir auch immer wieder haben, ist, wenn Sie Kupfer-SFPs in VOS verwenden, keiner 4.33.2 oder 4.33.1, dann wurde die Log-Datei völlig zugemüllt mit diversen Debugging-Informationen. Und das wurde behoben. Das heißt, die Logdatei bleibt schlank und rank, so wie sie sein soll, dass sie eben genau diese wichtigsten Meldungen in der Log dann drinnen haben und nachvollziehen zu können, sollte es ein Problem machen. Ja, so viel zum Thema Bugfixing und iOS 4.33.0. Wir haben jetzt auch natürlich die Möglichkeit, tippen Sie gleich Ihre Frage ein. Ich will noch mal kurz darauf verweisen, bevor wir zum nächsten Thema kommen. Das nächste Thema laut Headline ist WeConfig. Und zwar WeConfig in der Version 1.19.0 bzw. 1.19.2. Was wurde generell gemacht? Automatischer Firmware-Download, diese neue Funktion von WeConfig. Kommen wir dann gleich drauf. FRNT V2 kommt auch noch im Detail. Reboot. Reboot ist ein alter Boot in WeConfig und sozusagen nur der Unterschied ist, jetzt wartet WeConfig auch so lange, bis dass dieses Gerät wieder erreichbar ist und geht das danach zum nächsten Gerät, um es neu zu starten, sofern ich das will. Dann ein bisschen ein minor Change war die Release Notes und Management Guide entsprechend anzupassen und in
wie Config selber zu hinterlegen als ja, mehr oder weniger, ich würde mal sagen, so Online-Suche, aber es ist nicht online, es ist schon direkt bei Ihnen, aber sieht dann ein bisschen anders aus, aber der Informationsgehalt an sich ist dasselbe. Und ein Request, der auch immer wieder kam, ist Anzeigen von Port-Labels oder Port-Nummerierungen in der Topologie-Ansicht, in der Topology-View. Gehen wir rein in das erste Thema. Dieses erste Thema ist automatischer Firmware-Download. Und zwar, Sie haben jetzt die Möglichkeit, in diesem Screenshot rechts sehen Sie das unter den Einstellungen, zu sagen, liebes WeConfig, lade doch einfach automatisch Firmware von unseren Servern, von den Westermo-Servern runter. Dann muss ich es nicht manuell machen, um eben mein System oder mein Netzwerk von einer bestimmten Version auf eine bestimmte Version zu heben. Spart natürlich viel Zeit, für Sie natürlich auch Aufwand und würde ich meinen, ist eine gute, super Erweiterung, gute Funktion zu WeConfig. Aufpassen hier, sollten Sie aus welchen Gründen auch immer so eine nicht validierte Version haben, was könnte das sein? Eine Beta-Version, vielleicht irgendwo haben Sie eine Version von uns bekommen, vorab irgendwo einen Bugfix zu testen. Dann wird diese Version in diesem Screenshot hier gezeigt mit so einem gelben Rufzeichen im Dreieck sozusagen dargestellt. Bedeutet Achtung für diese Version, die ist unbekannt für WeConfig. Ich kann die zwar drauf spielen, das ist kein Thema, aber dieses ganze Verhalten mit diesen Update-Regeln, ob es Zwischenschritte braucht oder nicht, diese Information fehlt WeConfig. Das heißt, hier wird nochmal aufmerksam gemacht. Achtung! Du kannst natürlich updaten, aber wie dieser Update-Path aussieht, kann WeConfig hier leider nicht erkennen und nicht sagen. Generell ist es ja so, dass anhand von Update-Regeln, die WeConfig immer sich immer wiederholt von den Westermo-Servern, genau sagen kann, welche Zwischenschritte muss ich machen, um eben bei einem funktionierenden System zu bleiben. Das heißt, dass meine Konfiguration nicht zerstört wird oder mein Gerät an sich nicht zerstört wird, sondern dass das hier passt und auch funktioniert. Automatischer Firmware-Download. Dann nächste Funktion ist die Konfiguration von FRNT V2. FRNT steht für Fast Recovery of Network Topology, gibt zwei Varianten davon, die Version 0, die Version 2, wird verwendet, um eben so Layer-2-Redundanzen wie hier gezeigt, so einen Ring abzubilden. Damit man eben entsprechende Ausfallsredundanz hat. Und die FRNT V2 ist noch relativ jung und wurde jetzt mit übernommen. Das heißt, Sie können jetzt auch FRNT V2 in WeConfig direkt anlegen, direkt konfigurieren. Sie sehen hier auch ein neues Look and Feel, das heißt auch FRNT V0 und das Thema Ring Coupling wurde in WeConfig überarbeitet und dann ziehen Sie die Geräte nur rein. Sie sagen, okay, ich möchte einen neuen Ring oder einen Legacy Ring, dieser FRNT V0 Ring. Und das Look and Feel und das Doing ist so sehr gut gelungen, meiner Meinung nach, so bei den ersten Versuchen, die wir damit gemacht haben. Es ist nur eines aufgefallen, arbeiten Sie mit der deutschen Version, dann ist so ein klassischer Übersetzungsfehler vom Übersetzungsprogramm noch reingelaufen. Der Port ist natürlich nicht der Hafen, sondern der Ethernet-Port. Haben wir bereits eingespielt, dass wir hier diese Benennung wieder richtig stellen mit vorgeschlagene Ports und nicht vorgeschlagene Häfen zu verwenden. Aber Sie wissen, was gemeint ist. Es ist sozusagen der Ethernet-Port gemeint, wo Sie sich anstecken. Dann kommen wir zum letzten Thema oder zum letzten Neuigkeit. Das ist eben diese Ansicht von diesen Portnummern oder Portlabels in der Topologie-Ansicht, in der Topology-View. Und zwar über hier links im Bildchen zu sehen, über diesen Button Portbeschriftungen anzeigen, haben Sie die Möglichkeit, jetzt hier direkt die Portnummern beim Gerät hinzuzufügen. Sie sehen das auf der rechten Seite, dort jede Verbindung, die eine 1, 2, 3 stehen und das sind genau die Ethernet-Ports, wo ich entsprechend angesteckt bin. Ganz nette, tolle Funktion, um sie eben ein bisschen grafisch aufzuwerten, aufzubereiten und besser zu machen.
Was Sie natürlich schon kennen, bekannt ist über diesem Steckdosen- oder Steckersymbol, Portbeschriftungen anzeigen, gibt es dieses I, dieses eingekreiste I. Und wenn Sie das machen, dann können Sie mehr Informationen zur Verbindung untereinander sich anzeigen lassen, wie zum Beispiel bei SADSL Signal, Rauschabstände, Portnummern, eine grafische Darstellung der Verbindung, also nicht als Linie, sondern auch, wo ist das Kabel eingesteckt, auf welchen Ethernet-Port. Sie haben so ein bisschen ein Produktbild mit einem grünen Poppel, wo das Kabel drinnen steckt. Das heißt, Sie sehen hier schon sehr viel mehr an Informationen als nur hier in dieser reinen Topologie an sich. Und was man hier auch sieht, ist so Randfact sozusagen ist, wir haben hier jetzt auch überarbeitet, wie eben so ein Ring dargestellt wird. Man sieht hier oben eben dieses linke Symbol über den Geräten ist das Symbol, dass es sich um einen Routing-Switch handelt. Und auf der rechten Seite, Sie können es vermutlich relativ schlecht lesen, aber diejenigen, die einen Ring in Betrieb haben, mit vConfig 1.19.0 beziehungsweise 1.19.1.19.2 sehen Sie, dass wir hier jetzt FRNT, Focal Point, FRNT Member auf ein bisschen einer Art und Weise, anderen Art und Weise darstellen und nicht mehr diesen Hintergrund der Geräte so verfärben. Ja, kommen wir zum Thema Bugfixes. Auch in vConfig wurden viele, viele Bugs gefixt. Ich habe jetzt hier dargestellt, die Version 1.19.0 bis zur Version 1.19.2. Bin wieder gesessen, habe ein bisschen durchgezählt und bin auf 23 gefixte Fehler gekommen. Und die Fehler reichen von bis. Ich glaube, einer der nervigsten Fehler, die passiert sind, war sicher dieser Upgrade von der sekundären Firmware, dass der fehlgeschlagen hat, ist mit der Version 1.19 behoben worden. Oder dass diverse Projekte anhand von diversen Parametern sich nicht öffnen haben lassen. Sei es jetzt, dass das Projekt wurde mit 1.18.4 gespeichert oder dieses Projekt hatte eine manuell hinzugefügte Verbindung im Projekt, wurde entsprechend mit den Versionen behoben. vConfig, Crashes, wenn Sie Dateien exportieren aus vConfig, wurde entsprechend behoben und dann gab es auch noch ein Thema mit FRNT V2, dass dieses eben bei einer bestimmten Plattform, bei dieser Coronet-Base-Plattform, nicht funktioniert hat auf iOS 5. Um es ein bisschen aufzuklären, diese Coronet-Plattform, unsere Produktfamilien basieren auf unterschiedlichen CPU-Plattformen. Da gibt es eine Basis-Plattform, es gibt eine Dagger-Plattform, es gibt eine Coronet-Plattform. Und das sind unterschiedliche CPU-Typen, die wir im Hintergrund verwenden. Und hier wurde eben auch für genau diese CPU-Type dieser Bug eben behoben. Eine weitere Information, da gab es, glaube ich, kein Webinar dazu, und zwar vConfig wurde seit einigen Versionen umgestellt auf ein inkrementielles Update. Also wir haben das jetzt, machen das so wie Google Chrome oder wie Firefox. Hier bekommen Sie dann auch die Benachrichtigung, Achtung, Update ist verfügbar. Wollen Sie dieses Update machen oder nicht? Oder starten Sie die neue Version? Sozusagen, wir haben hier jetzt dasselbe auf dasselbe System umgestellt. Das heißt, wenn vConfig eine Verbindung zum Internet hat, dann prüft es und guckt nach auf mit den Westermo-Servern. Alles okay, bin ich noch up to date? Wenn nicht, dann wird eben nur dieser Bugfix-Teil eingespielt und Sie müssen nicht die ganze alles neu starten und vConfig gesagt, dann bitte einmal neu starten und mit der neuen Version hochzufahren. Des Weiteren wurde vConfig erweitert im Hintergrund, dass wir vConfig unterhält sich natürlich jetzt mit den Westermo-Servern und reportet vielleicht automatisch irgendwelche Fehler, irgendwelche Vorkommnisse, reportet auch, was wird besonders verwendet, um eben dann vConfig für Ihre Bedürfnisse weiterzuentwickeln. Dass wir genau die Funktionen entsprechend anpassen, entsprechend weiterentwickeln, die Sie im Feld verwenden, um eben dann das Beste für Sie rauszuholen und eben ein gutes Produkt für Sie zur Verfügung zu stellen.
Ja, das bringt mich eigentlich schon ans Ende dieses Webinars. Ich habe hier nur kurz zusammengefasst, iOS für 33.0, was waren diese Änderungen? Also IGMP, Default Values haben sich geändert, IP-Config ist jetzt Read-Only Mode im Default, dann diese Modbus Serial TCP-Wandlungen, können wir jetzt mehrere Instanzen, die PoE-Leistung wurde erhöht, diese Quad-A-Requests können direkt blockiert werden. Diese NTP-Sprünge mit größeren Sprüngen, nicht nur beim Start, sondern auch zwischendurch. Die Source-Specific Route, um immer dieselbe Absender-IP-Adresse zu haben und ja, mehr als 30 Bugfixes für Sie zur Verfügung gestellt. Also gehen Sie los, laufen Sie los und holen Sie sich iOS für 33. Gute Sache. Vconfig 1.19.0. Was haben wir hier? Hier haben wir diesen automatischen Firmware-Download. Also wenn Sie vConfig 1.19.0 haben, dann können Sie direkt mit vConfig schon updaten. Sie brauchen nicht einmal mehr die Firmware herunterladen. Wir haben eben die Konfiguration für FRNTV2 integriert. Wir haben FRNTV0 und das Thema Ring-Coupling überarbeitet. Neues Look and Feel, das Thema Reboot, Release Notes, Management Guide entsprechend verändert und diese Ansicht von diesen Portnummerierungen, von den Portlabels in der Topologieansicht und auch hier viele, viele Bugfixes. Das ist ein kleiner Tippfehler. Es sind, glaube ich, waren 23, nicht 30 Bugfixes, die wir hatten. Ja, dann kommen wir zu den Fragen. Dadurch, dass ich heute dieses Webinar alleine halte, lassen Sie mich kurz umstellen und schauen, ob es schon Fragen gibt. Und zwar, ich habe hier eine Frage. Kann ich IP-Config auch auf älteren Firmware-Versionen deaktivieren? Ja, natürlich, das funktioniert auch bei älteren Firmware-Versionen. Also Sie können gegebenenfalls nicht in diesen Read-Only-Modus wechseln. Das müsste aber seit 32, 4, 31, 4, 30 in etwa integriert sein, kann ich nicht auswendig nicht genau sagen auf die Firmware-Version. Aber IP-Config generell zu deaktivieren funktioniert schon sehr, sehr lange. Also es müsste mit sehr alten Firmware-Versionen schon funktionieren. Und zwar genau gleich wie vorher gesagt. Sie gehen rein in das Menü Config, tippen dann ein Config, Enter-Taste, dann No IP-Config, um IP-Config zu deaktivieren. Und mit Leave gehen Sie wieder raus aus diesem Menü. IP-Config-Dienst wird gestoppt und mit Copy Run Start haben Sie dann das Ganze auch gesichert gegen Spannungsausfall. Ja, im Moment sehe ich noch keine zweite Frage. Nutzen Sie noch die Chance. Stellen Sie hier Ihre Fragen. In der Zwischenzeit klicke ich in den Folien mal ganz kurz weiter. Wenn es funktioniert. Jawohl. Und zwar hier haben Sie nochmals meine Kontaktdaten. Scannen Sie ab. Wollen Sie direkt mit mir in Kontakt treten? Erwin Lausinger, Industrial Security Expert. Stehe natürlich für Sie zur Verfügung. Dann habe ich hier nochmal aufgeführt die Kontaktdaten direkt zu Westermo. Westermo Deutschland, Westermo in Österreich bzw. Westermo in der Schweiz. Scannen Sie ab, dann haben Sie direkt diesen Kontakt am Telefon drauf, mit Telefonnummern und natürlich entsprechend Webseiten und E-Mail-Adressen. Ja, das bringt mich auch nun wirklich zum Ende des Webinars. Aufzeichnungen finden Sie über unseren YouTube-Kanal. YouTube suchen Sie nach Westermo, dann kommen Sie auf unseren Kanal. Lassen Sie gerne natürlich auch ein Abo da, dann werden Sie automatisch informiert, wenn wir neuen Content hochladen für Sie, neue Aufzeichnungen zur Verfügung stellen. Diese Aufzeichnung schicken wir dann, ich vermute, freitags in etwa wieder raus, damit Sie dann auch dieses Webinar nachlesen, nachsehen, nachhören können. Beziehungsweise, wenn Sie direkten Zugriff haben wollen auf diese ganze Thema Webinar. Abonnieren Sie unseren Newsletter. Hier verpassen Sie nichts. Verpassen Sie kein Webinar mehr.
um up to date zu bleiben. Ja, aktuell, ich habe immer wieder so ein bisschen ein Auge auf die Fragen, aber da kam noch keine Frage mehr dazu. Dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, danke für Ihre Teilnahme. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne, angenehme Restwoche. Das nächste Webinar findet an unserem geplanten Webinar-Dienstag statt. Das müsste dann der zweite Dienstag im Februar sein. Und das Thema ist geroutete Redundanzen. Und hier kam noch eine Frage, und zwar: Kann ich unterschiedliche Firmen installieren, also Primer 4332 und sekundäre 4325? Generell ja, Sie können ein Gerät so konfigurieren oder so updaten. Das würde nicht widersprechen. Aber auch, ja, es geht auch mit wie Config. Sie müssten nur zuerst sagen, ich möchte die 4325 installieren oder updaten. Und beim nächsten Schritt, da haben Sie die Möglichkeit auszuwählen, Skip, Backup oder sekundäre Firmware. Und dann machen Sie nur das Update von der Primary Firmware. Über die Weboberfläche, über die Konsole können Sie das natürlich jederzeit machen. Aber aufpassen, so etwas kann natürlich auch schief gehen. Stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt eine Konfiguration oder ein VOS-Gerät, das mit Version 4.32.2 läuft. Und Sie fallen aus irgendwelchen Gründen zurück auf die 4.32.5. Aber das ist ja nur die Firmware, die zurückfällt, nicht die Konfiguration. Das heißt, die 4.32.5 muss natürlich auch in der Lage sein, die neue Konfiguration von der 4.33.2 zu verstehen. Und das wäre zum Beispiel mit Funktionen wie dieser Source-Specific Route gegebenenfalls ein Thema oder ein Problem, welches hier auftauchen könnte. Also Empfehlung von Westermo ist definitiv, Primary und sekundäre Firmware immer auf gleicher Version laufen zu lassen. Ja, dann, wie gesagt, vielen Dank für Ihre Fragen, vielen Dank für Ihre Teilnahme und nächster Webinar-Dienstag, zweiter Dienstag im Februar, Thema geroutete Redundanzen wird gehalten von meinem Kollegen Marcel Bühner. Wir freuen uns schon sehr auf Ihre Teilnahme und wünschen noch einen schönen Tag.